Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich sehe ein bisschen komisch aus, weil ich hatte vergessen, das Intro zu drehen und habe schon angefangen, mich fertig zu machen. Und zwar geht es darum, heute wird Haare gefärbt. Mich nerven die Haare, ich bin total demotiviert und hoffe, dass ich mich besser fühle, wenn ich wieder schöne Haare habe. Und zum anderen quatschen wir ein bisschen über ein paar Zahnarzt-Stories, so was mir so in letzter Zeit halt so in Sachen Zahnarzt so passiert ist. Und die Leute, die auf Instagram mir folgen, die wissen es eventuell schon. Und die, die halt mir nicht folgen, die werden es jetzt nebenbei erfahren, während wir hier Haare färben. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, es geht los! So, wir fangen jetzt an. Und zwar möchte ich mit zwei Farben arbeiten. Deswegen habe ich hier ein bisschen abgeteilt. Ein bisschen schludrig abgeteilt, aber ich glaube, das stört nicht. Und zwar möchte ich für das, was noch nicht abgeteilt ist, nehme ich wieder Rot. Pilar Box Red von Direction. Kann man das überhaupt hier lesen? Ja, so kann man es lesen. Und für das da oben möchte ich Violett nehmen. Ich hatte erst überlegt, das halt so erst oben rot und dann in das Lila fahren zu lassen, aber ich glaube, mit den kurzen Haaren sieht das nicht so geil aus. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Und ich habe jetzt überlegt, ich werde zuerst mit Rot anfangen oder ich fange doch zuerst mit Lila an. Weil ich will mir ja nicht zerstören. Wisst ihr, was ich meine? Oh, ich fange mit Rot an. So, als erstes wieder meine Handschuhe. Ist klar, schützen vor der Farbe. Ich möchte ja nicht komplett rot werden. So, ein Handschuh, noch ein Handschuh und dann geht es auch schon los. Ich hatte ja gerade eben im Intro gesagt, ich quatsch wieder mit euch ein bisschen, damit es nicht so langweilig wird, wenn wir hier mit Farbe hantieren. Und zwar Zahnarzt. Ich habe, wie gesagt, ich hatte ja schon erwähnt, dass auf Instagram ich das schon erzählt habe. Da bin ich übrigens sehr aktiv. Also wer mich mag und gerne hat und mehr von mir wissen will, der schaut einfach mal vorbei. Ja. Dann kann er mich vielleicht auch besser kennenlernen. Wer das möchte, macht das. Wer nicht möchte, der lässt es bleiben. Ist logisch. Logische Schlussfolgerung. jedenfalls ist das Problem momentan bei meinem Zahnarzt. Ich hatte eine wundervolle Zahnärztin, die ich über alles gemocht habe. Und bei der habe ich mich auch sehr wohl gefühlt und auch keine Angst mehr gehabt. Ja, aber meine Zahnärztin ist in anderen Umständen. Das heißt, sie ist momentan für ihre Patienten nicht zugänglich. Was ein bisschen ärgerlich ist. Der Film ist zu Ende. Ah ja. Weil das ein bisschen ärgerlich ist, da ich jetzt einen Ersatzzahnarzt habe, der vorübergehend da ist, solange sie halt in Mutterschaftsurlaub, Elternzeit etc. pp. Ist. Also ich kann trotzdem in die gewohnte Praxis gehen, ist aber kein gewohnter Zahnarzt da. Und da hatte ich schon mal das erste Mal richtig Panik, als ich das gehört habe. Weil ich gedacht habe, oh Gott, scheiße. Und sie hatten auch noch erwähnt, dass es ein älterer Herr ist und ein Mann und alles sowas. Und da habe ich erstmal total Panik geschoben. Aber ich bin mutig gewesen und bin auch zu meinem Termin erschienen. Wie sich das für jemanden gehört, der ja unbedingt seine Haare in Ordnung kriegen will. Seine Haare, ja klar. Ich rede vom Zahnarzt. Also seine Zähne in Ordnung kriegen will, bin ich ganz brav dahin gegangen. Und es passierte, was passieren musste. Er kannte mich nicht, ich kannte ihn nicht. Er hat mich falsch eingeschätzt und prompt kam es, wie es kommen musste. Wir haben Freitagabend, mein Sohn springt hier rum. Also nicht wundern, wenn hier Türen öffnen gehen, komische Geräusche vonstatten gehen. Kann ich gerade nicht ändern. Das endete in einem Nervenzusammenbruch auf dem Zahnarztstuhl. Ich meine, er konnte im ersten
Moment eigentlich nichts dafür. Er war unwissend und wusste nicht, wie schlimm es mit mir ist. Und als es mir halt einfach zu viel wurde, habe ich es ihm auch gesagt. Ich habe gesagt, hier, ich habe Zahnarztangst und ja. Worauf er leider ein bisschen falsch reagiert hat und ich dann in Tränen ausgebrochen bin. Also er hat gemerkt, dass das kein Scherz von mir ist. Ja, und nun bin ich natürlich ein bisschen aufgeregt. Ich habe nächste Woche meinen nächsten Arzttermin. Ich war jetzt inzwischen noch einmal dort. Da haben wir die Zahnreinigung gemacht, die ja auch sehr wichtig gewesen ist und das ja auch in Ordnung ist. Das hat auch eine von den Schwestern gemacht, also nicht er. Von daher hatte ich noch ein bisschen Schonfrist. Er kam dann, hat sich noch mal alles angeguckt und hat dann mir noch Tipps gegeben, wie ich mich besser um meine Zähne kümmern kann. Beziehungsweise, weil ich ein sehr schlechtes Zahnfleisch momentan habe. So, ich gehe mal schnell die Tür wieder zu. Und da lief es schon ein wenig besser, wobei ich es sehr witzig fand, weil irgendwie habe ich mich plötzlich wie ein Kind gefühlt, weil er mich wie ein kleines Kind behandelt hat. Das war dann auch wieder so, wo ich gedacht habe, okay, aber war schon wesentlich besser als beim ersten Mal. Ich denke mal, er hat schon verstanden, dass mir das wichtig ist, dass ich das auch machen will. Er hat sich ja natürlich meinen Zustand meiner Zähne gesehen und aber nicht gewusst, wie mein Zustand vorher war. Und hat mich demzufolge als eine schlechte Zahnarztgängerin eingestuft, ohne zu wissen, dass ich vorher noch viel schlimmer aussah. Jedenfalls habe ich nächste Woche einen neuen Zahnarzttermin und da soll auch dann mehr gemacht werden. Und ich habe ein bisschen Bammel davor, dass er mich vielleicht für ein bisschen zu pingelig hält oder so. Ich habe ihm es aber versucht zu erklären, dass mir es wichtig ist, dass er mit mir spricht, was er macht und alles, um mir die Angst ein wenig zu nehmen. Und habe sozusagen ihm versucht zu erklären, wie er am besten mit mir umgehen kann. Und habe ihm auch erklärt, dass wir das halt Schritt für Schritt machen. Und wenn ich mich dann so nach und nach wohler fühle, dann wird das auch von alleine wieder. Ich meine, ich habe nicht vor aufzugeben, nur weil das erste Mal so schief gelaufen ist. Das habe ich mir fest vorgenommen, aber ich war danach völlig fertig. So, Nummer 1 habe ich jetzt fertig. Jetzt fangen wir an mit Nummer 2, mit dem Lila. Ich werde die erstmal hier den Ansatz machen, damit ich ein bisschen mehr Kontrolle über meine Haare habe. Ja, jedenfalls bin ich natürlich ein wenig aufgeregt für die nächste Woche den Termin, weil wir halt noch ein paar Zähne haben, die nicht so einen Spaß machen werden, die zu machen. Und ich halt immer noch nicht so richtig warm mit ihm geworden bin. Ich meine, nach dem ersten Termin war ich ziemlich nervlich am Boden, aber ich habe es geschafft und habe mich überwunden und bin trotzdem wieder hingekommen. Und ich werde das auch weiterhin machen. Aber ja, ich bin auch froh, wenn meine Zahnärztin dann wieder da ist. Aber das wird noch ungefähr ein Jahr dauern. Weil noch ist das Kind ja noch gar nicht da. Hat zwar einen schönen dicken Bauch, habe ich letztens gesehen. Und ich freue mich ja auch für sie. Ich meine, es ist ja schön, Kinder zu kriegen. Von daher, ich verstehe es und kann es auch nachvollziehen, aber es ist für mich als Patient nicht ganz so einfach. Okay, jetzt wird es spannend. Jetzt muss ich nämlich die Klammern rausmachen, weil sonst kann ich nicht mehr weiterarbeiten. Und jetzt hoffe ich, dass mir die
Haare nicht flöten ging. Komme ich hier unten auch besser rein. Ich hoffe nur, es sieht dann nicht scheiße aus. Es wäre ärgerlich. Aber wird schon werden. Jo, das ist zumindest momentan der Stand meiner Zahnarztangst und meiner nächsten Hürde, die ich nehmen muss, auf die ich gut und gerne hätte verzichten können. Aber was muss, das muss. Und ich werde es durchstehen, bis meine Zahnärztin wieder da ist. Aber dann könnte ich, glaube ich, eine Party feiern, wenn sie wieder da ist. Wie steht's eigentlich mit euch? Klappt es bei euch gut? Geht ihr gerne zum Zahnarzt? Also gerne geht bestimmt keiner zum Zahnarzt, aber habt ihr vielleicht Zahnarztprobleme oder sowas? Oder kommt ihr damit gut zurecht? Ich muss halt ehrlich gestehen, dass es halt immer wieder Überwindung ist. Und bei ihr habe ich mich halt schon sehr, sehr wohl gefühlt und hatte kaum noch große Panik. Angst immer noch, aber keine Panik. Und ich hoffe, dass ich das mit ihm auch irgendwie hinkriege. Ich mir das hier mal ein bisschen besser hinkriegen. Ich habe irgendwie Angst, dass es blöd aussieht, was ich hier mache. Vor allen Dingen muss ich ja aufpassen, dass hier nicht alles fällt. Lecker. Sonst versaue ich mir ja mein Rot. Das will ich ja auch nicht. Ich denke, ich habe alles erwischt hier oben. Ich hoffe es. Ich meine, zur Not kann ich ja noch mal was drauf klatschen. Aber ich denke, ich habe alles erwischt. Das hier oben festkleistern, damit es hier nicht runterklatscht. So, Hände waschen. So, jetzt sind wir soweit fertig mit, dass sie draufklatschen. Jetzt lasse ich das Ganze ungefähr so 15, 20 Minuten einwirken. Dabei werde ich noch was essen. Ich habe nämlich gerade Hunger. Und danach wasche ich es aus. Und wenn ich es dann soweit fertig habe, dann zeige ich euch das Endresultat. Also für mich wird es noch ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde dauern. Und für euch wird es ja gleich passieren. Also wollen wir mal gucken, wie es aussieht, oder? Ich freue mich. Und da bin ich zurück mit der neuen Haarfarbe. Also lila und hier schimmert ein bisschen das Rot durch und hinten ist rot. Dafür kann ich nichts. Mal gucken, ob ich das irgendwie mal hinkriege, das so zu föhnen. Aber ich habe jetzt einfach nur drüber geföhnt. Aber also die Kombination finde ich ja nicht schlecht. Das Einzige, was mir überhaupt nicht gefällt, dass ich den Eindruck habe, das Lila ist nicht richtig angenommen. Es hat hellere Stellen und dunklere Stellen. Ich meine, gut, okay, war mir klar, ja, den Ansatz, dass das nicht mitmacht, war mir logisch. War mir klar. Logisch. Ja, ich kann keine Sätze mehr fassen, sorry. Das Rot ist wieder richtig schön rot geworden, da bin ich sehr glücklich darüber. Ob ich mich mit dem Lila so richtig anfreunden kann, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Muss ich ja jetzt erstmal, ansonsten lasse ich es wieder ein bisschen rauswaschen und dann wasche ich sie wieder komplett rot. Oder ich habe auch noch blau da. Naja, mal gucken. Ich denke drüber nach. So finde ich es erstmal für so optisch nicht schlecht. Es ist endlich wieder Farbe drinne. Ich habe mir gar nicht mehr Oh, nochmal. Ich habe mich gar nicht mehr wohlgefühlt mit den ausgewaschenen Haaren, deswegen musste unbedingt Farbe rein. Ich bin so eigentlich ganz zufrieden, nur wie gesagt, ich hätte gehofft, dass das lilaner wird. Wenn das Licht jetzt so drauf scheint, ist es halt mir nicht lila genug, sagen wir es mal so. Es passt nicht zu dem schönen kräftigen Rot, weil ich hätte gehofft, dass das Lila genauso kräftig wird wie das Rot, wenn ihr das so seht. Naja, okay.
Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das lila findet oder ob das rot besser ist oder ob ich sie lieber hätte wieder ganz rot machen sollen. Bin mir gerade nicht schlüssig. Wenn euch das Video ein klein wenig gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt mich auch abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Nein, absolut nicht. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag oder eine schöne gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal, eure Gloria.